Dann schlug Willi Lippens zu. Engelmann, da geht doch! 1:0! Guten Tag, Herr Lippens. Hallo, Simon. Kann ich auch du sagen, Willi? Aber klar doch, ist ja normal. Unter Fußballern. Unter Fußballern, ja. Gerne klar. Du. Ja, ja. Und wie ist das Gefühl, hier wieder an der Hafenstraße zu sein? Ja, es ist immer ein super Gefühl, im Stadion zu stehen. Das wird wohl ein Leben lang anhalten auch. Nicht? Einmal Fußballer, immer Fußballer. Wie sehr vermisst du hier die Atmosphäre, auf dem Rasen auch zu stehen? Zu Beginn war es eine schwere Zeit, auf das ganze Karussell zu verzichten. Ja, das glaube ich. Aber man gewöhnt sich dran. Und ich gebe dir ja recht, das ist wirklich eine emotionale Sache gewesen, immer wenn man hier so aufgelaufen ist und so. Und dann die ganzen Leute ringsherum getobt haben. Da sind mir Dinge eingefallen, die ich vorher selbst nicht kannte. Nicht? Und, tja, nun Simon, DFB-Pokal jetzt Leverkusen, nicht wahr? Und interessante Geschichte, denke ich, auch für dich, oder? Ja, ich glaube, für uns als Regionalliga-Fußballer ist es immer was Besonderes, auch in den DFB-Pokal erstmal einzuziehen. Wir haben jetzt in der ersten Runde Bielefeld schon geschlagen, in der zweiten Runde gegen Düsseldorf auch hier an der Hafenstraße gewonnen. Erst Bielefeld, jetzt Düsseldorf. Favoriten scheitern an der Hafenstraße. Berlin, Berlin! Berlin, Berlin! Berlin, Berlin! Was bekommen wir als nächstes? Wer spielt zu Hause? Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß, also sie losen ja sehr chronologisch hier jetzt gerade, merke ich. Auch Regionalliga West, der Tabellenführer, Überraschungssieger in der ersten Runde, wenn man so sagen will, gegen Arminia Bielefeld. Haben wir schon. Ich mag das, wie Sie immer noch mal prüfen, gucken, Herr Englisch, wenn da so gewühlt wird in der Trommel. Ja. So, Herr Frimuth, wen bekommt denn Rot-Weiß Essen? Oh, Fortuna Düsseldorf. Das habe ich mir gedacht, als Sie so gucken. Das ist natürlich ein richtig tolles Duell. Inka macht gerne direkt weiter. Klassisches Niederrhein-Derby. Ja, das ist super. Da wird ja in Essen immer noch gerufen. Wer ist die Macht vom Niederrhein? Nur der RWE. Essen-Düsseldorf. Let's get ready to rumble!
wir haben einen Amateur noch dabei, Rot-Weiß Essen, und die hätten in jedem Fall Heimrecht. So ist es. Und das ist ja eine dolle Geschichte von Ihnen schon angesprochen gewesen. Zwei Spiele, Bielefeld und Düsseldorf an der Hafenstraße. Rot-Weiß Essen, Trainer Christian Neidhardt, Regionalliga West-Tabellenführer, ungeschlagen in dieser Saison. Guten Abend, Herr Neidhardt. Ich würde Sie gerne mit reinholen hier in die Auslosung. Wo finden wir Sie denn gerade? Das ist kein Vereinsheim, wie wir es früher hatten bei diesen Terminen, leider. Nein, guten Abend. Nee, wir sind im Stadion, im VIP-Bereich hier oben bei uns. Da finden Sie uns. Gut, und wir wollen es gar nicht lange machen. Wen wollen Sie denn haben? Er würde das dann wohlwollend prüfen und versuchen umzusetzen. Ja, man möchte ja immer gerne was haben, wo man so ein Gefühl entwickeln kann, dass es so ein Pokalfight wird. Ich persönlich würde mir Schalke 04 wünschen. Schönes Derby für die Fans. Das wäre natürlich in dieser Dreierreihe Bielefeld, Düsseldorf und dann Schalke. Wir versuchen es zu erfüllen, aber Sie müssen nehmen, was kommt. Bis gleich, Herr Neidhardt. Freuen uns auf Ihre Reaktion. So, Herr Frimuth, womit starten Sie denn? Rot-Weiß Essen. Herr Neidhardt, schon wieder rein. Sind Sie noch da? Ja. Ich hoffe, er war jetzt nicht kurz austreten. Sie sind schon wieder dran. Und geht jetzt schneller. Können Sie mal schauen, was Herr Hannawald, unser bester Skispringer und ehemaliger Toursieger hier für Sie zieht. Bitte, Sven. Das ist auch mein eigenes Story. Das als hätten wir einen zweiten Topf noch gehabt. Ne? Genau. So, Rot-Weiß Essen im Heimspiel. Gegen wen? Sag nicht Schalke. Nee. Das glaubt uns kein Mensch. Sieger aus Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Leverkusen oder Frankfurt, Herr Neidhardt, was sagen Sie dazu? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, in Hammerlust. Gegen Frankfurt habe ich im DFB-Pokal schon mal gespielt. Leider verloren. Vielleicht kann man da eine Revanche machen. Leverkusen ist unfassbar stark. Also von daher nicht das Wunschlos, aber wir nehmen es natürlich auch so hin, wie es gekommen ist. Wir sind natürlich auch glücklich, dass wir aktuell noch in dieser Runde dabei sind. Und jetzt stehen wir im Achtelfinale. Da kommt Bayer Leverkusen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Spiel. Achtelfinale. Wir werden versuchen, den Gegner schwer zu machen, kompakt zu stehen, alles eng zu machen, uns in jeden Zweikampf zu werfen. Und ich glaube, nach vorne können wir immer wieder Nadelstiche setzen. Wir haben, glaube ich, die Qualität, um da auch ein Tor zu machen. Insbesondere ich habe, glaube ich, auch in beiden DFB-Pokalspielen jetzt getroffen und hoffe natürlich, dass ich auch meiner Truppe da im Achtelfinale gegen Leverkusen helfen kann und dass ich da auch einen einsetzen kann. Ja, das zeichnet dich ja auch ein bisschen aus, dass du diesen Riecher hast, um hier und da ein wichtiges Tor zu machen. Und das ist das Wichtigste. DFB-Pokalsiege bring ich immer weiter. Ja, du stehst auch im Blickpunkt. Der Verein ist auf Deutschlandkarte präsent und das ist ja für alle was Gutes und da kann sich jeder zeigen auf jeden Fall. Na, ich finde gut, dass du auch an den Verein denkst. Das ist ja halt nicht immer der Fall, aber das ist wichtig, dass man dahinter steht und man ja, weiß. Ja, auf jeden Fall. Man kennt ja auch die Tradition hier in diesem genau Verein, richtig. Wer ja alles gespielt hat, insbesondere du auch. Ein Nachteil ist, dass wenn man Legende ist, ist man alt. Das ist das okay. Hast du zum Glück gesagt. Ja. Na okay, dann wollen wir mal. Ja, hier ist die History-Abteilung. Ne? Genau, hier sind die ganzen Legenden. Helmut Rahn. Helmut Rahn, ja. Ich sage ja, den Helmut habe ich noch kennengelernt nach meiner aktiven Zeit. Das bist du, oder? Ich denke mal, ja. Sieht so ähnlich aus. Hat sich nichts verändert, oder? Nee. Das ist aus ich ja. Aber Puckel habe ich noch nicht. Wie hast du es früher mal gemacht? Horst Rubesch die Bälle serviert auf dem Kopf? Ja, wir waren eingespielt, nicht wahr? Der wusste genau, wenn ich außen meinen Haken geschlagen habe, dann kam die Banane nicht. Ja, wenn ich dich so ansehe, du wärst für mich auch wirklich der Typ gewesen, der in der Mitte hätte spielen können bei mir, denn dir hätte ich die Dinger auch auf die Glatze gehauen. Ja. Bei dem Stichwort habe ich auch noch was für dich. Wir können ja mal darüber gehen. Ja, gerne. Eine kleine Überraschung. Eine Überraschung wird doch keine Ente sein, denke ich. Hier sind wir im Fanshop. Hier sieht man, glaube ich, auch die ganze Tradition von Rot-Weiß Essen, wie begehrt die ganzen Sachen sind. Man sieht, dass der Verein lebt, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Du bist ja jetzt auch schon ein alter Hase hier im Verein, deswegen habe ich mir gedacht, überreiche ich dir mal ein aktuelles Trikot. Ja, mein lieber Mann, die Nummer 11. Geht's ja los, hör mal. Lippens. Ich ziehe mich eben um, nicht? Und dann spreche mit dem Trainer. Du kannst vielleicht auch noch mal spielen gegen Leverkusen. Ja, für eine Viertelstunde, sage ich mal. Nicht. Ja, und da reicht die Luft. Ja, jetzt sage ich dir. Ja, also vielen Dank fürs Trikot und wie gesagt, für Dienstag drücke ich feste die Daumen. Ich werde auf der Couch sitzen und werde bei jedem Tor richtig jubeln und hoffentlich schafft das, dann wird es mich auch sehr glücklich machen. Ich wünsche dir viel Erfolg und der ganzen Mannschaft natürlich. Vielen Dank. Ja.
weiß, wenn ich den Ball auf dem Fuß habe und ein Ding habe, dann kann es immer klingeln. Und ich glaube, ich hatte nicht viele Chancen in diesem Spiel. Dann kurz vorm Ende hatte ich den einmal vorm Fuß und da hat es zum Glück geklingelt, ja. Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, was wir heute geleistet haben. Unfassbar, wirklich. Also, wie wir gekämpft haben heute füreinander gegen so eine Mannschaft, Bayer Leverkusen. Wir lagen zurück in der Nachspielzeit und beziehungsweise in der Verlängerung. Und dass wir dann nochmal zurückkommen. Also, ich will auch erstmal sagen, dass wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Aber trotzdem ein Viertligist. Und deshalb dürfen wir da nie verlieren. Ja. Christian Neidhardt ist da. Was fällt Ihnen außer unglaublich ein? Das ist einfach Wahnsinn, ne? Was die Jungs geleistet haben. Welchen Fight wir angenommen haben, defensiv gut verteidigt. Ja, sicherlich in der einen oder anderen Situation auch mal Glück gehabt und einen guten Torwart hinten drin gehabt. Aber auch in der ersten Halbzeit selber eine gute Möglichkeit gehabt mit Kiel Gomez. Und ja, ich glaube, dann in der Verlängerung nach dem Rückstand nochmal zurückzukommen, besser geht's nicht. Das hört sich jetzt total nüchtern an. Und wir haben es auch fast vermisst, dass Sie auf diesem wunderbar seifigen Rasen dann vielleicht zu den Spielern geglitscht wären im Überschwang. Aber ist nicht so Ihres. Ist mehr dann Ach für doch, die Jungs. Ich freue mich riesig darüber, dass ich da nicht hingegrätscht bin zu den Jungs. Liegt daran, dass ich keine andere Hose mit habe. Sonst hätte ich das vielleicht gemacht. Aber nein, wir sind so happy, ja, dass wir das geschafft haben. Und ja, wenn man überlegt, gegen was für eine Mannschaft man heute gespielt hat, und man hat auch die Klasse von Leverkusen gesehen über weite Strecken. Aber wir haben es gut verteidigt. Ne? Wir sind echt mega stolz auf die Jungs, was sie heute geleistet haben. Und ja, da können die Jungs das genießen heute. Jetzt sind Sie, ich habe das vor dem Spiel ja mal so fast ein bisschen flapsig gesagt, zum 28. Mal ungeschlagen. In der 105. Minute war das ganz schön weit weg. Was haben Sie da gedacht beim 0-1? Ja, ich habe eigentlich gesagt, schade. Ne? Aber trotzdem war ich auch in dem Moment total stolz auf die Jungs, weil sie ja über weite Strecke so ein Spiel dann halt auch offen gehalten haben. Und dann nochmal, dann auch so zurückzukommen, ja, auch mit den 1-1, werden dann umgestellt auf zwei Spitzen, haben die Außen dann nochmal rausgezogen. Und ja, in der Phase war dann genau auch Leverkusen passiv. Dann machen wir das 1-1. Ja. Dann bist du natürlich nochmal ganz anders im Spiel. Und ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, umso länger so ein Spiel dann dauert, dann lassen auch die Kräfte beim Bundesligisten nach. Und ja, das war dann der Punkt, dass wir dann nochmal einen guten Angriff gefahren haben, guten tiefen Laufweg von Engelmann und das 2-1. Ja, ich denke, wir werden noch ein bisschen zusammensitzen in der Kabine. Ich glaube, das ein oder andere Kaltgetränk wird es da auch geben. Ist der Schritt von Niederrhein nur Wir losen das Viertelfinale aus. Es gibt noch einen Amateur, Rot-Weiß Essen. Die haben in jedem Fall Heimrecht. Ansonsten gilt die gezogene Reihenfolge und am 2. und 3. März wird dann gespielt. Ja, das ist doch schon mal was. Das heißt, wir würden bei RWE als Zweitgezogenem los, würden wir dann tauschen, auch direkt auf dem Tableau. Und dann wollen wir, so wie wir es bei der letzten Auslosung ja auch schon gemacht haben, den Trainer von Rot-Weiß Essen mal direkt mit dazu nehmen. Christian Neidhardt, beim letzten Mal noch im Stadion. Heute sieht das eher nach trautem Heim aus. Guten Abend, Herr Neidhardt. Hallo, Herr Bommes, grüße Sie. Haben Sie sich denn schon ein bisschen erholen können von Dienstag? Also das war ja noch eine Emotion drauf natürlich als in der vorherigen Runde. Und vor allem gestern ist, glaube ich, weil Sie den Rasen endgültig kaputt getreten haben, das Spiel gegen BVB 2 ausgefallen. Ne? Ja, das ist so. Erholt haben wir uns wieder, waren jetzt auch ein paar Tage dazwischen. Der Platz hat allerdings sehr gelitten bei uns im Stadion, sodass das Spiel ausgefallen ist. Aber wenn man das Wetter aktuell sieht, wäre, glaube ich, auch nicht viel gegangen. Nee, beim letzten Mal, als wir uns hier sprachen, da hatten Sie von Sven Hannawald sich Schalke gewünscht. Was wünschen Sie sich denn jetzt von Boris Herrmann? Vielleicht ist der ein besserer Erfüller. Ja, in der Saison 16-17 hat mein Sohn Nico gegen Leverkusen und Werder Bremen gewonnen im DFB-Pokal.
Und Leverkusen haben wir geschafft, ja. Wenn wir abergläubisch sind, dann versuche ich es mit Werder Bremen mal diesmal. Dann seien Sie gerne abergläubisch und bleiben Sie gerne parat. Wir hören uns gleich wieder, wenn wir wissen, was unser Weltumsegler Ihnen da gezogen hat. Danke, Herr Neidhardt, bis gleich. So, wen haben wir? Rot-Weiß-Essen. Ja, Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen, damit bleibt es, wie es gezogen ist. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt hier reinlegen, ja, und nicht aus Versehen da oben. Gegen wen spielt Rot-Weiß-Essen im Viertelfinale? BVB. Eieiei. Holstein Kiel. So, wir machen kurze Pause und holen Herrn Neidhardt zurück. Lieber Herr Neidhardt, das sind, ich möchte Ihnen gar nichts vorwegnehmen. Sagen Sie erstmal, Holstein Kiel ist es. Also ich bin jetzt nicht unglücklich, ne? So einen Zweitligisten haben wir uns vielleicht intern irgendwo so ein bisschen gewünscht. Und klar sind wir trotzdem in jedem Spiel krasse Außenseiter. Aber wir nehmen das Spiel gerne an. Freue mich drauf. Und das ist, also seien Sie ehrlich, es ist so ein bisschen, boah, dass Sie sagen, shit, jetzt haben wir möglicherweise sogar was zu verlieren, weil Leute uns jetzt einreden, die müsstet ihr doch eigentlich schaffen, weil es nicht BVB oder Gladbach oder Leipzig ist? Ja, da könnten Sie recht haben. Das ist so, weil die Erwartungshaltung natürlich auch in Essen steigt. Aber mit Essen verbindet mich halt auch zwei ehemalige Spieler, Marco Komenda und Benny Giert, die ich damals beide bei SV Meppen hatte. Und von daher freue ich mich wirklich auf das Spiel. Und ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo man halt auch eine gewisse Pokalfantasie wieder hinkriegen kann. Kiel hat ja auch nur was zu verlieren, ne? Wenn man gegen Bayern weitergekommen ist, dann möchte man auch nicht gegen Essen ausscheiden. Guck mal, da geht gleich der Psycho-Talk schon los. Vielen Dank, Herr Neidhardt. Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Are you ready? Are you for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ich wünsche dir viel Erfolg und der ganzen Mannschaft natürlich. Vielen Dank. Ja.